Moin ihr Lieben, schön, dass ihr am Start seid heute zum Burger-Test. Ich werde jetzt Burger-Test, weil ich finde, Döner-Video ist mega gut angekommen oder die Döner-Videos eher gesagt. Heute wird Burger getestet, Dulfs Burger gegen Ottos Burger. Sind beides so die gehyptesten Burger überhaupt in Hamburg. Dulfs Burger habe ich mal vor, weiß ich, 2 Jahren das erste Mal gegessen. Das war ein Mini-Laden. Ich bin hingegangen, ich habe Burger bestellt, Viertelstunde Wartezeit, mein Burger war fertig und danach 1,5 Stunden Wartezeit, also damals schon mega heftig gewesen. Ja, jetzt haben die, glaube ich, 3 Filialen. Ottos Burger kennt man auch, ist auch noch in Köln. Werde ich jetzt abchecken. Das Format ist das gleiche. 1 bis 10, Punktezahl. Und ich suche den besten Burger und danach auch gerne in ganz Deutschland. Also wie schon beim Döner-Video, schreibt in die Kommentare, wo soll ich hin, welche Burger soll ich testen. Es ist alles erlaubt, ich steige in die Bahn, ich mache alles, ich komme an den Start. Und jetzt werden wir erstmal Burger testen und wir machen normal Cheeseburger einfach. Also ich könnte auch irgendeinen Special-Burger nehmen, wir nehmen aber Cheeseburger. Ja, und dann starten wir mal los. So, pass auf, also ich kann nicht drinnen filmen, das geht nicht, jetzt auch wegen Corona und so weiter. Ich filme jetzt einfach die Bestellung, filme einmal so ein bisschen hier, dass ihr eine kleine Vorstellung habt, das ist der Laden so an sich. So, und dann werde ich jetzt mal meine Bestellung abdrücken. So, da vorne Küche. Moin, moin, grüß dich. Die Kollegin sagt, ich kann eben meine Bestellung filmen, ich mache so ein YouTube-Video. Ist das in Ordnung für dich, oder? Wenn du mich rausschneidest? Nee, dann mache ich ohne. So, pass auf, der Kollege will nicht gefilmt werden. Ich bestelle jetzt einfach so. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier reinnehme. Also, einen Cheeseburger bitte für mich. Einen ganz normalen Cheeseburger, Klassik, alles normal. Perfekt. So, also damit ihr das hier jetzt auch noch mal von außen seht, einmal von mir jetzt auch noch eine kleine Ansage. So, also das ist der Hamburger, kennt ihn definitiv. Wer nicht aus Hamburg kommt, eventuell nicht. Ja, jetzt schauen wir mal. Also pass auf Leute, ich habe jetzt meinen Burger hier am Start. Ich habe vergessen zu sagen, Medium. Ich bestelle Medium, bei Ottos auch, ich bestelle immer Medium. Brioche Burger, also das Brötchen ist Brioche. Genau, 59 kostet das Ganze. 59, ich finde, Preis okay. Wir filmen ihn jetzt mal einmal ab. So sieht das Ganze aus hier. Und ich nehme, wie gesagt, ich nehme Cheeseburger einfach, weil, ich will ja für aller Munde so. Allgemeinen Gaumen, so möchte ich das irgendwie vorstellen. Wenn ich jetzt einen Special Burger nehme, der sagt die Hälfte, so kann ich nichts mit anfangen. Also dein Mund nachzuurteilen, sieht das sehr lecker aus. Ich fleisch mich gerade rein. Du musst ruhig sein. Sieht man das, oder? Ja. Okay, pass auf Folgendes. Also, ihr wisst, ich bin der gefürchtetste Restaurantkritiker auf der Welt. Und ich habe folgendes Urteil. Ohne die Punkte zu sagen, die sage ich am Schluss, aber schon mal vorweg. Brötchen, dieses Brioche-Brötchen, butterzart, also wirklich, das ist so fluffig, so richtig, keine Ahnung, wie ein Wölkchen. Zwei Wolken, die sich um dieses Rinder-Patty schwingen, so, also wirklich babamäßig. Dann die roten Zwiebeln sind da drin, wirklich knackig, frisch, irgendwie einfach intensiv nochmal im Geschmack, so passt perfekt zu diesem Burger dazu. Fleisch schmeckt man raus. Ich finde, manchmal schmeckt man das Fleisch beim Burger gar nicht raus, weil es irgendwie so, keine Ahnung, Billigfleisch ist, keine Qualität, kein Geschmack. Hier schmeckst du das Fleisch raus. Es ist wirklich so ein bisschen rauchig, so ein bisschen, ja, du merkst dieses Gegrillte auch. Sehr lecker. Zwischendurch das, die Frische von der Tomate, dazu die Soße irgendwie. Die Soße ist relativ dezent, passt sich aber gut am Burger an. Also ich bin erstmal begeistert, das sage ich euch. Ich fresse den Burger jetzt nicht auf, ich fresse ihn danach, weil ich will zu Ottos Burger jetzt auch noch mit Hunger im Magen. Und ich sag's euch, also es ist wirklich, es ist ein guter Burger. Wir ballern weiter zu Ottos.
Okay. Also pass auf, Leute, wir sind jetzt bei Ottos Burger. 3-4 Minuten, also das ist Rekordzeit. Bei Dings haben wir eben 8,5 gewartet, also 8,45, um es genau zu nehmen. Das wollen wir auch mit allen Dingsen in die Bewertung. Also nicht in die Komplettbewertung, aber nur, dass ihr so ein Feedback habt. So, wir holen jetzt erstmal Burger ab. Einigermaßen der Eindruck, also coole Location. Kann man natürlich alles nicht mitbewerten. Ist ja, zum Takeaway. Ja, moin. Können wir dich, ist schlimm, wenn du kurz drauf bist? Perfekt, danke dir. Ja, vielen, vielen Dank. Also ich bin gespannt. Ich war schon mal bei euch, aber Cheeseburger habe ich jetzt noch nie gegessen. Ich war eben bei Dulfs Burger, hab da noch Burger gegessen. Und sag mal so, du hast ja oft hier gegessen, mit Sicherheit schon. Ne? Du arbeitest hier. Was würdest du sagen, macht euren Burger aus? Was unseren Burger ausmacht? Ja, was macht ihn so? Also ich mache ja einen Contest, wie schon gesagt. Ich teste besten Burger. Mhm. Was würdest du sagen, wenn du eine Aussage treffen würdest? Warum gewinnt ihr? So, was ist bei euch Geheimrezept? Also für mich persönlich, ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber ich liebe das Fleisch, die Qualität vom Fleisch. Okay. Und verglichen zu Dulfs ist der Burger einfach leckerer. Okay, klare Ansage. Klare Ansage, das ist das, das kann man sagen. Cool. Ja, dann schaue ich mal. Also wenn du Bock hast, Holle kannst du eingeben bei YouTube, dann kannst du das reinfetzen. Sonntag kommt das Video. Sonntag, genau. Okay. So, ja. Und ich muss dich leider unterbrechen. Ja, kein Problem. Alles gut. Ja, genau. Nimmst du einmal hier den Links. Beinahe hätte ich es geschafft, Leute. Ich habe echt verplant. Ich schwöre, ich werde jetzt immer abgehauen. Bar oder mit Karte? Ich zahle bar. 50. Genau. Perfekt. So, alles klar, stimmt so. Ich danke dir. Ja, sehr gerne, nicht schönen dafür. Schönen Abend, lass und, es schmecken. Ja, danke, schönen Abend noch. Ciao, ciao. Beinahe 8,50, ja, gehauen hat, Leute. Ah. Jetzt teste ich direkt hier vorne wieder, ne? Okay. Erster Eindruck, also wieder dieses Brioche-Brötchen, hier habe ich auch wieder genommen. Auch wieder Medium, übrigens bei Dulfs eben. Fleisch perfekt Medium, das ist auch eine Kunst. Also es ist nicht so leicht gemacht. Magst du noch einmal eine Nahaufnahme machen, Schatz? Kannst du ihn einmal hochhalten, oder? Ich halte ihn mal nochmal hoch. So sieht er aus, wie im Bilderbuch, das kann man nicht anders sagen. Und dann schauen wir mal, was er hergibt. So, pass auf. Also erstmal zum Burger. Fleisch ist auf jeden Fall, ja, ist Medium getroffen. Er sah ein bisschen rosaner aus bei Dulfs, das muss ich dazu sagen. Aber Fleisch ist für mein Empfinden noch Medium. Ja, es hat an der Grenze. Ich zeige jetzt mal von innen. Das Ding ist, das Licht ist halt auch ziemlich schlecht. Aber es kommt mir von der Konsistenz und so weiter, kommt es mir Medium noch vor. Bei Dulfs konntest du es deutlich sehen. Es war Medium. Hier wäre ich mir jetzt nicht 1000% sicher. Allerdings, jetzt zu dem Burger, auch das Brötchen etwas krosser von außen. Dieses Brioche etwas krosser gemacht, trotzdem noch sehr fluffig, aber etwas fester am Biss, sage ich mal. Was aber gar nicht mehr unbedingt schlecht ist. Dann haben wir Salat, frisch, alles perfekt, kann man nichts gegen einwenden. Fleisch, sehr, sehr intensiv im Geschmack, echt heftig intensiv. Also ich muss sagen, tatsächlich noch intensiver als bei Dulfs. Also ich bin begeistert vom Fleisch, anders kann ich es nicht ausdrücken, das ist wirklich, wirklich krass. Dann die Soße hat so eine leichte Schärfe, ich habe einfach die Standardsoße genommen, die dazu serviert wird, ich habe kein Special genommen. Hat so eine leichte Schärfe, Senfnote, also wirklich in der Kombination. Bin ich begeistert. Also wir stellen jetzt beim Dulfs Burger gegenüber. Ich denke, ich muss jetzt nicht alles nochmal wiederholen, weil das Video sowieso relativ kurz gefasst ist. Aber ja, um jetzt einfach eine Bewertung zu geben von den beiden Burgern, gebe ich den Dulfs Burger, der mir, wie gesagt, frische Zwiebeln, gutes Fleisch, kross, Rauchnote, luftiges Brioche, Medium auf den Punkt, gebe ich dem Dulfs Burger eine 7,6. Einfach mein Geschmack. 1 bis 10, 7,6. Jeder würde individuell bewerten, sagt seine Meinung. Meine ist 7,6. Ist ein sehr guter Burger. Dieser, und ich war etwas voreingenommen vorher, weil ich schon bei beiden Burgern gegessen habe. Aber jeweils Special Burger, nicht einen normalen Cheeseburger, sag ich mal. Ottos. Unter Vorbehalt, weil ich halt irgendwie Dulfs mehr gehypt habe im Kopf. Unter Vorbehalt. Mit diesem heftigen Fleisch, was wirklich ganz krass intensiv ist, und der Soße, die ganz krass stimmt, gebe ich tatsächlich Ottos
eine 8,2. Ich feiere den übertriebenen Burger. Also ich finde den Burger noch mal eine ordentliche Schippe drauf geiler. Wirklich, also man muss natürlich unterscheiden. Ich habe nicht so viel Spielraum mehr. Wir wollen ja noch mehr Burger testen. Ich könnte auch eine 9 raushauen, würde ich auch sagen, wenn ich das denke. Aber naja, es ist einfach ein heftiger Burger. Also Ottos hat für mich in diesem Test absolut überzeugt. Also Ottos haut mich gerade um vom Burger her, muss ich euch sagen. Ja. Leute, das war's auch schon. Ich denke mal, kurzes, knackiges Video, Takeaway-Test. Was wir im Moment machen zu Corona-Zeiten. Mich würde freuen, wenn euch auch diese Videos schocken, wenn ihr mir einen Daumen oben lasst. Ich weiter auch diese Takeaway-Sachen machen kann. Ist ja auch ganz nice für euch, für Hamburger und auch für andere. Wie ist das so mit Takeaway? Taugt das was, taugt das nichts? Ich freue mich, wie gesagt, wenn ihr das Video kommentiert, Daumen hoch, Abo dalasst, alles drum und dran. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Schreibt mir in die Kommentare, wo ich als nächstes hinfahren soll. Und 8,50 hatte ich das gesagt vorhin. Willst du noch ein bisschen essen, Fred? Der ist echt richtig gut. Wenn du auch essen willst, esse ich den anderen weiter. Da ist auch noch einer. Ich sage dir, das ist ein anderer weiter. Wenn du Hunger hast, ist gut. Ja.